Willkommen zu unserer Session, die Grenzen der LinkedIn Corporate Page und wie Sie sie überwinden. Genau, heute mit mir Nikolas Nöhring, ich bin Head of Digital Marketing and Analytics bei The Digitail und mit meinem geschätzten Kollegen Björn. Gerne auch ein paar Worte über dich. Genau, hallo aus Hamburg, Björn Köcher. Ich bin seit 15 Jahren PR- und Marketingberater für diverse Unternehmen, international und auch in Deutschland für verschiedene Konzerne. Und freue mich auf die nächste Stunde, die wir gemeinsam verbringen dürfen. Genau, wir haben auch einige Ziele heute mitgebracht für diese Session. Unter anderem wollen wir natürlich heute zeigen, was eine Company Page oder Corporate Page kann, aber auch, was sie vor allem nicht kann. Zeigen, welche verschiedenen Optionen sich dem Nutzer bieten, also Ihnen oder euch, um LinkedIn als Unternehmen bestmöglich zu nutzen und vor allem Praxiserfahrungen zu teilen, damit jeder Teilnehmer am Ende auch weiß, wo er weitere Inspiration und Hilfe findet. Zum Thema, was die Company Page kann und was sie nicht kann und was man mit Content und Inhalten schaffen kann, gebe ich jetzt gerne an Björn im nächsten Teil ab. Okay, dann starten wir gleich mal mit so einer kleinen Einführung, die muss sein, bevor wir dann halt zu den richtig wahrscheinlich für die meisten interessanteren Inhalten kommen. Also wir müssen natürlich unterscheiden, das weiß glaube ich jeder, der jetzt hier in dem Webinar mit dabei ist, dass es sowohl die Option gibt, ein persönliches Profil auf LinkedIn zu haben, als auch eine Company Page. Und das Wichtige ist zu wissen, dass es halt eben mit dem persönlichen Profil ein paar Dinge gibt, die man einfach nicht machen kann. Und das ist zum Beispiel, dass man sowas wie Sonderseiten erstellt. Die sieht man dann halt auf so einer Company-Page an den verschiedenen hier markierten Stellen. Man kann keine Werbung schalten, auch ein sehr, sehr wichtiger Aspekt. Keine Beiträge boosten, die man gepostet hat, weil man ist immer darauf angewiesen, was der Algorithmus von LinkedIn macht. Und es fällt auch ein bisschen schwieriger, dass man so richtiges Brand-Building oder Employer-Branding macht, weil natürlich auf so einer Corporate- oder Company-Page oder Business-Page, sagen auch manche, einfach viel mehr Möglichkeiten bestehen, in der eigenen CI zu arbeiten, im eigenen Wording zu arbeiten, als wenn das halt eben private Profile machen, wo das halt eben auch so schwer kontrolliert werden kann. Gleichzeitig ist es aber eben auch so, dass die Company-Page eben nicht alles kann, was ein persönliches Profil kann. Und man kann zum Beispiel als Company Page jetzt nicht einfach anderen Personen oder anderen Pages folgen. Was man kann Hashtags folgen, dann kriegt man immer mal eine Information, dass dann eine interessante Diskussion stattfindet und dann ist man auch eingeladen als Company Page, sich in diese Diskussion zu involvieren. Aber ansonsten ist das eben einfach nicht möglich. Und man kann eben auch nicht einfach so einen anderen Beitrag liken oder kommentieren oder interagieren, wenn man in diesem Beitrag nicht als Company Page markiert worden ist. Und das ist natürlich auch ein kleines Problem. Also haben wir eben diese Problematik, Company Page versus persönliches Profil. Was brauche ich jetzt eigentlich, um das halt eben für mein Unternehmen zu nutzen? Und da finden wir, ist es halt besonders interessant und wichtig, und unser Credo, was Sie auf alle Fälle mitnehmen sollten, es geht nicht das eine oder das andere so, sondern in der Regel brauchen Sie beides. Und das gilt vor allem für die Großunternehmen, wie wir es eben gesehen haben, was Beispiel Telekom mit dem Herrn Höttges und der Telekom-Webseite oder Telekom-Corporate-Page auf LinkedIn, die nur knapp mehr Follower hat als Herr Höttges selbst. Bei kleinen und mittleren Unternehmen, wo die Marke nicht gar nicht so stark ist und eben dieser Marke gar nicht so viele Leute zwingend auf LinkedIn folgen, da ist es noch viel wichtiger, dass die persönlichen Profile auch eine Rolle spielen. Also wir haben hier mal das Beispiel von Digitail reingenommen. Ich weiß nicht, ob Sie es jetzt lesen können, aber die Company Page oben sieht man, hat ungefähr 600 Follower und Geschäftsführer Dominik hat um die 1000 Follower, also schon einiges mehr. Wenn man jetzt überlegt, dass da ein paar mehr Mitarbeiter noch eine Rolle spielen könnten, dann ist die Reichweite von den persönlichen Profilen in Teilen größer als das, was dann halt eben die Company Page schaffen kann. Also es gilt gerade für die etwas kleineren Unternehmen, die vielleicht auch nicht so eine starke Marke schon draußen haben. Also wenn wir nochmal zurück zu diesem Beispiel kommen, also Company Page auf der linken Seite, also im Gegensatz zu einem persönlichen Profil wie Tim Höttges von der Telekom,
der anderen Seite, dann ist unser Punkt, den wir Ihnen auf alle Fälle mitgeben sollen, die viel bessere Variante ist, also einen Ansatz zu finden für sich persönlich, für Ihr Unternehmen, dass beide Dinge mitdenkt, also dass sowohl die Company Page mitdenkt, aber eben auch die persönlichen Profile der Mitarbeiter, die da eine Rolle spielen. Gut, das wäre so ein bisschen das Intro, was wir machen wollten zu dem Thema, dass Sie da schon mal ein bisschen abgeholt sind. Wir haben für alle, die noch eher einsteigen bei dem Thema LinkedIn, also eher gerade mit der Unternehmensseite anfangen, gibt es ein kleines Webinar schon online, was wir in der CSP2 Sales Champ Business School für Dirk Heidemann gemacht haben. Da kann entweder Dirk nachher auch vielleicht das direkt in den Kanal hier reinposten mit dem Link. Ansonsten finden Sie das im Netz, wenn Sie da auf Ihrer Internetsuchmaschine einfach mal danach googeln oder Ecosia nutzen oder was auch immer. Und da wird Ihnen eben zum Beispiel vorgestellt, worauf man einfach achten muss, wenn man so eine Page erstellt und wie man so eine Page einfach auch optimiert mit ein paar Tipps und Tricks. Also darauf wollen wir heute hier nicht eingehen, weil da einfach die Zeit dazu fehlt. Genau, also wo steckt das Problem? Das ist der LinkedIn-Algorithmus. Also wenn man das jetzt als Problem bezeichnen will, für uns in dem Fall ist es ein Problem, weil wir von dem Algorithmus eingeschränkt werden in unserer Arbeit. Und das ist jetzt vielleicht ein bisschen ernüchternd. Also wenn Sie sich vorstellen, das ist Ihre grundsätzliche organische Reichweite an Followern auf Ihrer Company-Page, dann müssen Sie davon ausgehen, dass im Durchschnitt 3-5% Ihrer Follower kriegen Ihren Post ausgespielt. Also das ist halt so eine Errechnung von vielen Leuten, die das mit Tausenden von Company-Pages mal ausgetestet haben, und der Durchschnittswert liegt da bei 3-5%. Da gibt es natürlich mal einen Post, der drüber liegen kann, aber auch welche, die drunter liegen können. Und wenn wir das jetzt mal umrechnen auf so ein Beispiel wie das, also Followerzahlen, so wie bei The Digital mit 600, dann würde das bedeuten, wenn The Digital einen Post macht auf der Company Page, dann sehen nur 20-30 Follower diesen Post in ihrem Stream, wenn nicht irgendwie was ganz Außergewöhnliches passiert. Und das ist halt schon eine relativ ernüchternde Geschichte, und das ist halt auch eben das Prinzip von den ganzen sozialen Plattformen, dass sie versuchen, dass die Company-Pages oder die Unternehmensseiten, egal ob das Facebook oder Instagram oder eben auch LinkedIn ist, dass sie halt das stark reduzieren, damit man motiviert ist, Anzeigen zu schalten und die Seite halt sozusagen Geld verdient. Ein anderes Problem, was da so ein bisschen rauskommt, ist, dass dieser Algorithmus dazu führt, dass es so eine Art Facebookisierung von LinkedIn gibt. Also ich glaube, das ist jetzt jedem, der LinkedIn nutzt, schon aufgefallen, dass es sehr viele Posts gibt mittlerweile von vor allem von Privatpersonen oder von irgendwelchen Experten, die halt eben diese Idee nutzen, möglichst emotionale Facebook-like Beiträge zu posten und dafür dann, wie man auch unten sieht, Tausende von Likes zu bekommen und so den Algorithmus ein bisschen auszutricksen, weil der Algorithmus ja darauf aus ist, alles, was gut viel Engagement bekommt, wird auch viel angezeigt. Also das ist dann halt ein Problem, was wahrscheinlich sich in den nächsten Monaten und vielleicht auch Jahren noch verstärkt, wenn LinkedIn da nicht entgegenwirkt. Sie sehen auch viele Copy-Paste-Beiträge. Also ich weiß nicht, wer von Ihnen in den letzten Tagen den Keanu Reeves-Beitrag gesehen hat, der da gepostet worden ist, der dann halt einfach von zig Leuten einfach kopiert wird und immer wieder einfach online gestellt wird, weil er halt für viele Klicks und Kommentare sorgt. Und der letzte Punkt ist, das ist jetzt vielleicht nicht das größte Drama, aber wer gestern den Beitrag von dem Björn Rathe gesehen hat zum Thema Personal Branding, der hat ja zum Beispiel ein Tool vorgestellt, bei dem Content kuratiert wird. Also man gibt einen Suchbegriff ein, der für einen wichtig ist. In seinem Fall war das zum Beispiel Digital Marketing. Und dann werden einem immer wieder Beiträge jeden Tag vorgeschlagen, die halt zu dem Thema passen, die man halt auch eben posten kann. Und das könnte natürlich auch eine Gefahr werden, wenn man dann halt sich eben dann am Ende vielleicht nur noch auf solche Tools verlässt und gar nicht mehr drüber nachdenkt, was denn halt eigentlich für meine Zielgruppe relevant ist. Dann ist dann halt irgendwann, ja, werden halt immer ähnliche Inhalte von allen Leuten gepostet, weil sie alle dann halt vielleicht solche Tools benutzen oder immer mehr Leute solche Tools benutzen, weil es die Arbeit erleichtert. Und dann fehlt halt einfach der unique Content, und das ist natürlich auch nicht optimal. Und da würde ich halt eben auch sagen, muss man auch ein bisschen selbst drauf aufpassen, ob einem die Zeit wichtiger ist, weil man halt eben nicht selbst recherchieren will, oder ob es einem darum geht, wirklich eine eigene Handschrift zu entwickeln.
Wie geht es denn jetzt eigentlich weiter? Also was machst du besser? Jetzt sind wir quasi an dem Punkt, wo wir Grenzen überwinden wollen. Und da haben wir drei Optionen, die wir Ihnen vorstellen wollen und die drei Wege, die es halt gibt, die man gehen kann. Und der erste davon ist natürlich, wie können Sie Content und Engagement so hochschrauben, dass es halt ein bisschen über diese 3-5% geht, die ich Ihnen vorhin gezeigt habe, was so der durchschnittliche, die durchschnittliche Reichweite eines Company-Page-Posts ist. Also das sind jetzt ein paar Facts, die zusammengetragen sind, die dazu führen, dass halt Content, den Sie posten, also der muss natürlich grundsätzlich, da will ich jetzt keine Details oder keine Zeit verlieren, der muss natürlich grundsätzlich sowieso gut sein, also er muss zu Ihrer Zielgruppe passen, er muss gut geschrieben sein, er muss einfach zu Ihren Followern passen, aber das sind einfach so ein paar Fakten, die man beachten kann. Also ideale Länge errechnet ist so 1200 bis 2000 Zeichen. Das hat ja auch der Björn Ratter ja auch schon angedeutet und das kann man ja überlesen, dass die Zeit, die man mit einem Post verbringt, auch von LinkedIn gemessen wird. Und wenn da halt eben nur drüber gescrollt wird und vielleicht maximal ganz kurz ein Like für ein Bild nur gegeben wird, ist das halt eben was anderes, als wenn jemand 20 Sekunden auf einem Beitrag bleibt, den halt vielleicht zu Ende liest und danach einen Like und einen Kommentar zum Beispiel gibt. Also insofern spielt die Länge des Beitrags eine Rolle. Sie können und sollten auf alle Fälle Hashtags verwenden, mindestens 3, maximal 9. Da hat man eben auch errechnet, wann sinkt dann halt zum Beispiel die Reichweite. Und wenn es zu viele Hashtags sind, vor allem auch keine sinnvollen Hashtags sind, dann sinkt da die Reichweite. Das können Sie auch ein bisschen testen, indem Sie halt eben Hashtags oben in der Suchleiste als Begriff eingeben. Dann sehen Sie auch, wie viele Leute denen folgen. Und je mehr Leute denen folgen, umso besser ist der Hashtag für Sie zu nutzen. Also sowas wie Digital Marketing ist schon ganz gut. Wenn Sie jetzt halt was ganz, ganz, ganz Spitzes machen oder halt vielleicht sogar einen Hashtag kreieren, der ja vielleicht von kaum jemandem sonst verwendet wird, dann bringt der eigentlich so gut wie nichts. Genau, dann gibt es halt so eine grobe Regel, wie der Algorithmus im Moment bestimmte Themen oder bestimmte Beitragsposts besonders bevorzugt. Also da steht, das Beste ist halt im Moment so eigentlich, wenn Sie ein Video direkt hochladen und das halt posten mit ein bisschen Text dazu. Die zweite Option ist dann halt eine Bildergalerie, die ist auch schon, läuft auch schon super, aber eben nicht mehr ganz so gut. Ein einzelnes Bild auch gut, aber eben nicht mehr so, nicht so gut wie eine Bildergalerie. Und das Niedrigste sozusagen in der Gunst des LinkedIn-Algorithmus ist dann einfach der Text, der sogar auch noch einen Vorschau-Link zu einer externen Webseite enthält. Was gerade ganz gut läuft, sind Umfragen. Da wird LinkedIn also bevorzugt das vom Algorithmus her und spielt das besonders häufig aus. Da ist aber auch der Punkt, Umfragen laufen, beziehungsweise LinkedIn unterscheidet auch, wo die Follower am meisten sind. Also nutzen Sie das eben auf dem Mobiltelefon oder nutzen Sie es auf dem Desktop. Also das wird auch unterschiedlich ausgespielt. Das merken Sie vielleicht auch, wenn Sie parallel in Ihren Account reingehen, sowohl auf dem Mobiltelefon als auch auf dem Desktop, dass Sie da unterschiedliche Streams haben. Also das ist auch nochmal ein Unterschied. Und da kann man sich auch vielleicht ein bisschen dran orientieren, wenn man das Gefühl hat, viele unserer Nutzer sind halt sehr mobil unterwegs, dann kann man das halt eben da ein bisschen anders ausspielen, als wenn man halt weiß, alle meinen Follower sind halt eben eher am Desktop, lesen unseren Desktop. Und das ist auch eben auch nochmal der Hinweis, wenn Sie da halt eben so die Tipps im Netz suchen, was läuft denn jetzt besonders gut gerade auf LinkedIn, dann schauen Sie auch immer ein bisschen aufs Datum. Also wenn da jetzt was steht, was vielleicht 1 oder 1,5 Jahre alt ist, dann heißt das nicht, dass das heute noch gilt, weil LinkedIn diesen Algorithmus immer wieder verändert und immer wieder entscheidet, welche Themen oder welche Art von Posts Sie jetzt besonders hervorheben oder nicht. Also das sollte man sich auch nicht darauf verlassen, dass das, was eben vor 1 oder 2 Jahren mal richtig war, heute noch richtig ist. Genau, und natürlich, Sie wollen ja Engagement, da kommen wir ja auch als nächsten Punkt drauf, hervorrufen, also Taggen von Personen, Taggen von Seiten, entweder im Bild, wenn Sie ein Bild posten oder halt eben direkt im Text, damit andere dazu aufgemuntert werden, mit Ihnen zu kommunizieren und eben auch überhaupt die Möglichkeit haben, weil, wie gesagt, als Seite kann man ja nur mit, oder als Company Page kann man nur kommentieren und liken, wenn man halt vorher getaggt worden ist. Und als letzten Punkt kann ich Ihnen nur mitgeben, auf alle Fälle auch beim Content testen, testen, testen. Also Sie sehen ja, wie die einzelnen Beiträge laufen und da können Sie diese super Tipps überall herbekommen, aber am Ende des Tages kann es für Ihre Zielgruppe, für Ihr Thema ganz anders sein. Also das heißt, da müssen Sie auch sehr viel selbst ausprobieren.
Beim Engagement genau das Gleiche. Also da gibt es auch viele Erfahrungswerte oder errechnete Werte, die Leute zusammengetragen haben, nachdem sie sich tausende von Posts angeschaut haben und geschaut haben, gibt es da irgendwie eine Regel, die man einhalten kann. Also empfohlen werden 2 bis 4 Posts pro Woche, damit die Reichweite der einzelnen Posts möglichst hoch ist. Also wenn es dann zu viele werden, dann oder auch sogar noch mehr als, also gerade an einem Tag mehr als ein Post wird, dann wird halt einfach die Reichweite von dem vorherigen Post total runtergeschraubt. Also das will man dann ja im Zweifel ja auch nicht. Am Abend sinkt dann halt so ein bisschen das Engagement. Also wenn die Leute nicht mehr am Rechner sind, kann sich natürlich bei ihnen auch komplett ändern. Wenn sie halt zum Beispiel vorwiegend Follower in Asien beispielsweise haben, dann sieht das natürlich auch wieder anders aus, als wenn sie jetzt halt vor allem Kunden in Europa haben. Die empfehlenswertesten Tage sind so Montag bis Donnerstag, gibt es aber auch Ausnahmen. Manche posten auch ganz erfolgreich mal am Wochenende einen Post. Empfehlen können wir auf alle Fälle, dass Sie da halt eben auch mal bei den Postformaten ein bisschen variieren und eben nicht immer nur dem gleichen System folgen, da ein bisschen ausprobieren können. Und wenn kommentiert wird, dann möglichst schnell auch wirklich darauf antworten und nicht irgendwie 2, 3 Tage später wieder reinschauen und dann mit den Leuten interagieren. Und genau, die Company Page bietet eben die Möglichkeit, dass Sie auch Ihre eigenen Mitarbeiter ein bisschen mit einbeziehen. Also das heißt, wenn Sie einen neuen Company Page Beitrag posten, dann können Sie in der Regel auch sagen, informiere unsere Mitarbeiter, also alle, die halt in ihrem eigenen Profil angegeben haben, dass sie Mitarbeiter ihres Unternehmens sind, werden dann halt informiert und können dann halt Beiträge auch liken, kommentieren, sharen und so weiter, um da halt Interaktion und Reichweite zu generieren. Wie gesagt, wir wollen ja über diese 5 bis 10% kommen oder 3 bis 5% kommen, die LinkedIn organisch im Durchschnitt ausspielt. Und müssen da einiges dafür tun. Und genau, das hatte ich eben auch schon gesagt, ja, Personen, Unternehmen sollten halt markiert werden und damit da halt Interaktion stattfindet. Genau, aber auch bei dem Thema, wie können Sie das Engagement hochdrücken, gilt der Punkt testen, 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 weil wie gesagt, das kann für Ihr Unternehmen komplett anders sein, als das halt zum Beispiel für viele andere Unternehmen der Fall ist. Ich möchte es in dieser Situation vielleicht nochmal stressen, das Testen, 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 weil es wirklich von jedem Unternehmen zu jeder Situation anders sein kann. Was funktioniert, das funktioniert Video. Wir können natürlich hier nur allgemeine oder auf Statistiken basierende Zahlen geben. Am Ende ist es jede Company Page, jede Corporate Page anders. Deswegen testen Sie alle Formate durch an verschiedenen Tagen und schauen sich die Zahlen ganz genau an, um damit am Ende einen guten Mix zu haben, wie Sie Ihren Content ausspielen können. Genau. Also das wäre jetzt sozusagen die Option 1, die jetzt sag ich mal, am naheliegendsten ist und die wahrscheinlich jeder von Ihnen schon ein bisschen ausprobiert, wie Sie halt den organischen, die organische Reichweite einfach durch sehr guten Content und gut, also zur Zielgruppe passenden Content machen und eben auch das Engagement hochschrauben, um einfach dem Algorithmus zu gefallen. Aber auch da haben sie dann halt irgendwann mal ihre Grenzen, weil es wird nicht so sein, dass alle ihre 100% Follower, ihre Company Page dann halt den Beitrag in den Stream bekommen. Das werden sie auch mit dem besten Content und mit den besten Regeln, die sie einhalten, einfach nicht schaffen. Deswegen Option 2, also Weg 2, den sie gehen können, bauen sie Corporate Influencer auf oder Markenbotschafter. Also es bedeutet, also Mitarbeiter in Ihrem Unternehmen, die im Idealfall vielleicht schon so ein bisschen eine gewisse Affinität haben oder halt eben auch schon, manche gibt es ja auch sehr persönlich schon sehr aktiv auf LinkedIn beispielsweise persönlich unterwegs sind. Im Idealfall haben die dann auch eine besondere Rolle. Also im Idealfall ist jemand aus der Geschäftsführung dabei. Im Idealfall ist es ein absoluter Experte für ein Themengebiet dabei. Es kann aber auch jemand sein, der halt, sag ich mal, nicht den höchsten Karrierelevel hat, aber vielleicht eine bestimmte Gruppe sehr stark repräsentiert, die für Sie wichtig ist. Also schauen Sie in Ihrem Unternehmen nach solchen Leuten und überlegen Sie, wie Sie mit diesem kleinen Team, wie Sie da was aufsetzen, was zu Ihrem Unternehmen passt. Also das können Sie halt eben, beziehungsweise vielleicht nur einen Schritt zurück, warum das so wichtig ist, ist der Punkt, dass LinkedIn ja als soziales Netzwerk grundsätzlich erstmal gilt, aber auch als soziales B2B-Netzwerk gilt. Aber Sie sollten vielleicht von diesem Gedanken, der halt eben überall auch formuliert ist, weggehen und
drüber nachdenken, dass es halt eben, also es steht ja schon im Namen, ein soziales Netzwerk ist und dass sie eher in der Dimension Human-to-Human denken. Also wir haben es ja auch vorhin schon gesehen, dass halt die persönlichen Profile oftmals viel stärker sind oder mindestens genauso stark oder nahe dran an denen, was halt eine Company-Page an Followern hat. Und wenn wir uns überlegen, wie Geschäft gemacht wird, wie Dialog funktioniert und wie man auch persönlich kommuniziert so im Internet oder auch eben außerhalb des Netzes, dann ist es in der Regel so, dass man sich lieber mit einem Menschen unterhält, als dass man sich halt eben einfach mit einer neutralen Instanz unterhält oder mit einem Unternehmen. Das bedeutet, der Gedanke, dass man halt eher von Mensch zu Mensch denkt, ist halt sehr elementar. Und insofern ist es halt auch so wichtig, dass man sich über diese Corporate-Influencer-Thematik Gedanken macht im eigenen Unternehmen. Ob das dann halt eben 1, 2, 5 oder 10 Menschen sind, das ist dann halt ein bisschen abhängig davon, was sie für ein Unternehmen vertreten. Und wenn man das jetzt mal ganz groß, also wenn man jetzt mal die Telekom denkt, die haben jetzt eben schon 2015 mit dem Thema angefangen, vielleicht auch nicht direkt auf LinkedIn, sondern eben auch auf anderen sozialen Netzwerken und Kommunikationsportalen, die es da so gibt, die halt ein richtig großes Markenbotschafterprogramm aufgesetzt haben, wo sehr, sehr viele Mitarbeiter sozusagen das Unternehmen repräsentieren nach außen und als Markenbotschafter und als Corporate Influencer aktiv sind und wo es halt einfach einen richtigen strategischen Ansatz dahinter gibt und das halt auch mit Manpower und mit Ressourcen und mit Budget und so weiter extrem hinterlegt ist. Und der zweite Ansatz ist dann den jetzt zum Beispiel der Keidemann sehr erfolgreich geht, dass man eher so ein bisschen pragmatisch an die Sache rangeht und sich selbst, wenn man sagt, das Thema LinkedIn ist jetzt halt irgendwie eine super Plattform für mich und ich vertraue darauf, dass das halt mich in meiner Arbeit weiterbringt und der da halt in den letzten 2 bis 3 Jahren sich da sehr fokussiert hat und immer wieder dazugelernt hat und dann halt auch eine Followerschaft aufgebaut hat, die für so ein spitzes Thema, was er vertritt, einfach auch schon super stark ist, was man halt mit einer Company-Page gar nicht so einfach schaffen würde. Plus, dass man ja auch drüber nachdenken muss, nicht jeder kann so einfach eine Company-Page machen. Gerade bei so einem Unternehmen wie der Telekom ist es dann natürlich auch sehr reguliert, wie viele Pages es dann geben darf und sowas per Themen und so weiter. Und dann ist es halt eben auch vielleicht legitim zu sagen, dass man halt für einen bestimmten Bereich, für eine bestimmte Abteilung sich selbst was überlegt, wie man LinkedIn dann im Idealfall nutzen kann. Das Thema Corporate Influencer ist einfach so groß, dass wir sogar auch vorschlagen würden, dass wir dann halt bei nächster Gelegenheit mal noch ein eigenes Webinar dazu machen. Das wäre jetzt halt vielleicht ein bisschen viel, das komplett auszubreiten, aber es ist halt auf jeden Fall ein wichtiger Punkt, über den Sie nachdenken sollten, wenn Sie sich mit einer Corporate Page, mit dem Social Selling, mit LinkedIn als Unternehmensrepräsentanz auseinandersetzen, dass der Weg des Corporate Influencers und einer Strategie dahinter ein absolut relevanter ist, den es zu beachten gilt. Und dann kommen wir auch schon zu Weg Nummer 3. Und da würde ich dann an den Experten, an Nikolas, übergeben. Danke, Björn. Genau, jetzt haben wir gehört, Company Pages haben Grenzen. Wir können unsere eigenen Mitarbeiter dazu nutzen, noch mehr Engagement zu bekommen. Aber am Ende ist es auch notwendig oder ist natürlich auch ein großer Teil von LinkedIn. Ich schalte Werbung auf LinkedIn. Ich bringe meine Marke ins Bewusstsein oder es ist immer noch ein Business-Netzwerk. Ich brauche Kontakte, was ja nicht LinkedIn sozusagen das größte Netzwerk dafür ist, neue Kontakte zu finden, Leads zu generieren, neue Geschäfte zu generieren. Dazu gibt es natürlich verschiedene Möglichkeiten, die wir heute einmal vorstellen wollen. Bevor man natürlich anfängt, Werbung auf LinkedIn zu schalten, sollte man immer erst seine Ziele definieren. Möchte ich als Marke mehr wahrgenommen werden? Möchte ich Kontakte generieren? Möchte ich mehr Website-Besucher generieren bei mir? Als zweites natürlich, wen möchte ich ansprechen? Wer ist meine Zielgruppe? Das gehen wir auch gleich einmal durch in Detail und den richtigen Content schaffen. Es gibt Content natürlich, den ich organisch poste. Es gibt Content, den ich für Anzeigen poste. Der kann sich unterscheiden, der muss sich nicht unterscheiden. Aber hier kommen wir gleich nochmal auf die verschiedenen Contentformen zu. Genau. Am Anfang natürlich das Ziel definieren. Bei LinkedIn habe ich einen ganz klassischen Funnel. Wenn ich eine Kampagne anlege,
habe ich drei Ziele: Awareness, Consideration, Conversion. Als erstes haben wir hier Brand Awareness. Bisschen provokativ haben wir einen Geldschein, der wegfliegt, hier mal reingemacht. LinkedIn ist natürlich eine Plattform, wo ich sehr gut eine Zielgruppe erreichen kann. Ich kann sehr spitz reingehen. Die Frage ist nur mal, bei Brand Awareness, möchte ich so spitz reingehen? Möchte ich wirklich nur eine bestimmte Nutzergruppe ansprechen? Und ist LinkedIn dafür der richtige Kanal? Nach unseren Erfahrungen bis jetzt gibt es natürlich noch andere Kanäle, auf denen ich mehr Reichweite erzeugen kann für wesentlich weniger Geld. Daher kommen wir eher zum zweiten Punkt, das ist die Consideration-Phase. Und hier geht es noch nicht darum, ich möchte einen direkten Kontakt, sondern hier geht es darum, ich möchte, dass Nutzer mit mir oder mit meinem Unternehmen interagieren. Das geht einmal über Website-Besuche. Ich kann Nutzer direkt auf meine Webseite lenken. Engagement, hier spielt oder hier mache ich Anzeigen, die eher ausgespielt werden an Nutzer, die mit den Anzeigen interagieren. Oder auch Videoaufrufe, wo wir sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht haben dieses Jahr. Das hatten wir auch schon im organischen Content. Video ist derzeit, nicht derzeit, aber schon seit einem Jahr wieder sehr stark im Kommen. Nutzer interagieren mehr mit Video als mit Bild. Videoaufrufe lassen sich, oder Video-Ads dann in dem Fall, lassen sich auch sehr gut nutzen, um Nutzer vorzuqualifizieren. Das heißt, ich habe guten Video-Content, den spiele ich an meine Nutzer aus und kann diese Nutzer nachher wieder anspielen, wenn es dann darum geht, auch den Kontakt zu bekommen. Und das ist auch die Überleitung dann zu den Kontakten. In der Conversion-Phase bei LinkedIn habe ich natürlich zwei Möglichkeiten. LinkedIn ist einmal ein Business-Netzwerk für Kontakte, einmal auch immer noch ein HR-Netzwerk. Das heißt, ich kann hier Lead-Generierung betreiben, kann natürlich auch Conversions auf meiner Webseite ausspielen, wie zum Beispiel Kontaktformular ausfüllen. Aber das haben wir heute mal ein bisschen außen vor gelassen. Ich kann auch Kandidaten und Bewerbungen gezielt ausspielen, damit ich mehr Bewerbungen bekomme. Wir wissen auch, der Jobmarkt gerade ist vielleicht nicht, so viel Potenzial gerade da, deswegen macht das durchaus Sinn. Heute haben wir uns mehr auf das, wie generiere ich Leads oder Kontakte auf LinkedIn konzentriert. Genau. Das nochmal als Übersicht für alle Maßnahmen. Als zweites muss ich immer meine Zielgruppe definieren und das ist eine der wichtigsten Thematiken bei LinkedIn. Das ist ja gerade einer der großen Vorteile bei LinkedIn. Ich kann wirklich sehr, sehr dediziert ausspielen, wen ich haben möchte. Das kann sein von einer Firma. Ich möchte die gesamte Marketingabteilung von Otto anspielen, bis hin zu jedem LinkedIn-Mitglied. Also so, ich kann sehr, sehr dediziert, aber auch sehr breit gehen. Wir haben immer ein paar Punkte, die wir nutzen oder die wir in Zielgruppen, wenn wir Zielgruppen bauen, nutzen. Das ist zum einen Accountlisten. Es ist sehr einfach, bei LinkedIn Unternehmenslisten hochzuladen, zum Beispiel von Accounts, die ich gerne anspielen möchte. Ich kann sogar so weit gehen, dass ich Personendaten hochlade, also Vorname, Nachname. LinkedIn matcht das Ganze innerhalb von 48 Stunden automatisch mit meinem Account und ich kann dann sehen, wie hoch ist zum Beispiel die Match-Rate, wie viele Leute von meinen Personen, die ich in meiner Accountliste habe, sind auch auf LinkedIn und die kann ich dann ausspielen. Gezielt alle, zum Beispiel ich lade eine Liste hoch mit 10.000 Unternehmen und hier spiele ich gezielt jeden im Marketing an. Das ist eine Form, die wir sehr häufig nutzen und die auch sehr erfolgreich sein kann. Genau. Dann sehr selbsterklärend, ich kann nach Branchen natürlich filtern, wenn das für mich interessant ist. Weiterführend auch einzelne Firmen ansprechen, wie ich gerade gesagt habe. Das geht bis zu 300. Über 300 muss man überlegen, also ab 1000 Firmen zum Beispiel, wenn ich Accounts habe, dann eher über Listen zu gehen und diese nicht manuell in Zielgruppen einzuspielen. Ich kann nach Ausbildungsgraden gehen oder welche Ausbildung meine Zielgruppe hat. Karrierestufen, Hierarchien, das ist eine der wichtigsten, die wir sehen, wenn es vor allem darum geht, Kontakte zu bekommen. Natürlich möchte man an einer bestimmten Karrierestufe den Kontakt haben und Kontakte da ausbauen. Und gerade hier ist es sinnvoll, auch das als Zielgruppe zu nutzen. Und auch Tätigkeitsbereiche, also ist jemand im Marketing tätig, im HR oder im Programmmanagement. All diese Bereiche kann ich bei LinkedIn natürlich ausspielen. Zusätzlich auch als
Jobbezeichnungen. Das ist sowas wie Head of IT, Head of Marketing. Hier muss man immer schauen, LinkedIn matcht sehr gut. Die Jobbezeichnung natürlich, wir haben eine Amerikanisierung der Jobbezeichnung. Auch ich bin ein Head of, früher vielleicht ein Leiter. Das heißt, hier muss man klar schauen, wo ist man unterwegs? Ist man eher im Mittelstand unterwegs, wo vielleicht die Jobbezeichnungen noch sehr klassisch sind? Oder ist man im Agenturumfeld unterwegs? Dann ist es vielleicht eher schon Amerikanisierung, hat schon stattgefunden. Genau, das sind so Feinheiten, auf die man achten sollte. Und das Ganze, das ist sehr wichtig und auch führt häufig oder kann häufig mal zu kleineren Fehlern führen. Ich kann alle diese Zielgruppenattribute, es gibt noch viel, viel mehr, das sind nur ein paar, die wir hier rausgestellt haben, mit und oder Verknüpfung verknüpfen. Das ist sehr wichtig. Wenn ich eine und-Verknüpfung habe, schränke ich meine Zielgruppe natürlich ein. Wenn ich eine oder-Verknüpfung habe, erweitere ich sie. Wir sehen häufig bei Zielgruppenvorschlägen, dass dann zum Beispiel gemacht wird, ich möchte Personen aus der Abteilung IT ansprechen und mit dem Titel Head of oder Director in der Karrierestufe. Dann ist häufig wird der Fehler gemacht, dass dann nicht eine Unverknüpfung gemacht wird, sondern eine Oder-Verknüpfung. Das würde aber bedeuten, ich spreche jeden auf LinkedIn an, der ein Head of ist, und auch jeden, der auf LinkedIn ist und in der IT tätig ist. Das führt natürlich zu einer riesigen Zielgruppe und ist dann nicht mehr sehr spitz. Und ich kann hier nur mitgeben, überlegen Sie sich sehr, sehr gut, welche Zielgruppen Sie ansprechen wollen, weil, und das ist ja bekannt, LinkedIn ist ein Kanal, der nicht der günstigste ist, wenn es um Werbung geht. Und daher ist jeder Klick hier sehr, sehr viel wert. Und daher ist jede Minute, die ich vorher in die Gedanken reinstecke, wie ich meine Zielgruppe aufbaue, auch am Ende spare ich dadurch extrem viel Geld. Genau. Hier ist ein Beispiel. Wir haben mal einmal eine Marketingleiter Zielgruppe gebaut in Deutschland, Österreich, Schweiz. Sie sehen hier in der Mitte Profilsprache der Zielgruppe bitte immer auf Englisch stellen. Das haben wir jetzt gerade gar nicht gehighlightet, aber das noch ganz kurz nebenbei. Jedes Profil auf LinkedIn ist immer automatisch Englisch. Nur dann, wenn Sie in Deutschland sind, können Sie auch ein deutsches Profil machen. Wenn ich diese Profilsprache auf Englisch stelle, spreche ich immer jeden an, weil nicht jeder in Deutschland hat auch ein deutsches Profil. Aber jeder Deutsche hat ein englisches LinkedIn-Profil. Deswegen sollten Sie da immer auf Englisch bleiben. Wir haben hier in der ersten Zielgruppe mit Jobbezeichnungen gearbeitet. Sie sehen hier Leiter Online-Marketing, Executive Marketing Führungskraft, Executive Director. Und das Ganze hat eine Größe von 7.900 Personen auf LinkedIn. Und ich kann sehr gut sehen, LinkedIn gibt mir dann auch, woher kommen die Personen. 97% der Zielgruppe, die ich hier habe, kommt aus dem Marketing, 15% aus dem Business Development, 14% aus dem Vertrieb. Jetzt kann man diese Zielgruppe natürlich so lassen, ist etwas klein für LinkedIn. Wir empfehlen 15.000 bis 20.000 Minimum, um meine Zielgruppe auch, dass der Algorithmus laufen kann und dass es funktioniert. Und jetzt könnte man sagen, baue ich diese Zielgruppe noch einmal um. Die Zielgruppe ist ähnlich, aber nicht die gleiche. Was wir jetzt hier gemacht haben, ist, wir haben die Karrierestufen genommen, anstatt die Jobbezeichnung. Das heißt, ab Manager bis zur Geschäftsführung und Tätigkeitsbereich Marketing. Jetzt habe ich natürlich 100% Tätigkeitsbereich im Marketing und die Zielgruppengröße ist bei 19.000 plus. So spreche ich jeden, der im Marketing auch arbeitet, ab einer bestimmten Karrierestufe an und habe vielleicht auch keine Verluste, indem ich nicht hunderte von Jobbezeichnungen angegeben habe bei LinkedIn, die LinkedIn dann irgendwo nicht trifft, weil er irgendwie anders heißt. Genau. Genau, dazu noch auch ein paar Tipps und Tricks, ganz klein. Je kleiner die Zielgruppe, desto teurer wird auch der Klick am Ende. Deswegen überlegen Sie sich, ich hatte gerade gesagt, ein guter Anfang ist mit 20.000 bis 30.000 mal anzufangen, auch vielleicht auch mal höher gehen, auch wenn sich das für ein kleines Unternehmen vielleicht viel anhört. Am Ende zahle ich für einen Klick weniger und der LinkedIn-Algorithmus ist sehr, sehr scharf und kann auch sehen, wer interessiert sich für das Thema, was ich auch ausspiele. Zweitens, je höher die Position der Person ist, desto teurer wird auch hier der Klick. Wenn ich natürlich nur eine Geschäftsleitung anspreche,
zahle ich sehr, sehr viel für jeden Klick, weil ein Geschäftsführer eines Unternehmens hat, oder es gibt eine begrenzte Anzahl an Geschäftsführern und die haben auch nur eine begrenzte Anzahl an Werbeplätzen in ihren Feeds und um die kämpfe ich ja. Es ist ein normales Bieterverfahren bei LinkedIn und hier muss man auch schauen, genau, je höher ich dann anspreche auf C-Level, desto teurer wird es. Daher auch die Frage, das fanden wir ganz interessant, die Frage sollte man sich immer stellen, bevor man eine Kampagne macht. Die häufigsten Kampagnen bei LinkedIn sind White Paper oder Webinar-Kampagnen. Wann hat sich ein CEO eines großen Unternehmens, können Sie auch mal DAX-Unternehmen, wenn ich die erreichen möchte, zuletzt ein Webinar oder ein White Paper angeschaut oder ein White Paper heruntergeladen? Unsere erste These ist erstmal nicht so häufig in letzter Zeit, gerade wegen der vielleicht Webinar-Flut oder White Paper-Flut und auch vor allem, weil ein CEO vielleicht im Tagesgeschäft noch andere Themen hat. Und daraus basierend auch, ein CEO ist nicht immer der First Touchpoint für den Vertrieb. Am Ende ist das Ganze, was wir hier machen auf LinkedIn, vertriebsunterstützend. Wir möchten, dass der Vertrieb Kontakte hat, mit denen er weiterarbeiten kann, also Marketing Qualified Leads. Die können durch ihr Nurturing-Programm gehen. Aber wer ist am Ende wirklich der erste Touchpoint dafür, dass ich mein Produkt an andere Unternehmen anbringen kann? Es ist häufig nicht die Geschäftsleitung. Es ist häufig eher ein Produktmanager oder ein Marketingmanager. Also das heißt eher auf einem Mid-Level. Das sehen wir aus unserer Erfahrung. Genau. Am Ende, jetzt haben wir die Ziele definiert. Wir möchten Leads generieren zum Beispiel. Wir haben unsere Zielgruppe 19.000 und jetzt müssen wir den richtigen Content schaffen. Und dazu einmal ganz kurz eine Übersicht, was es an Content gibt. Es gibt die klassische Bild-Text-Anzeige. Das ist natürlich das klassische Format bei LinkedIn. Zusätzlich gibt es dann auch noch die Karussell-Ad. Hier kann ich natürlich mehr Bilder unterbringen mit einem Text. Und genau, die Video-Ad, und das hatte ich gerade schon gesagt, Video wurde früher oder in den letzten Jahren häufig für Awareness benutzt. Im letzten Jahr haben wir sehr, sehr viel getestet mit Video, auch in Richtung Conversion. Und es hat dazu geführt, dass die Video-Conversion-Raten sehr, sehr viel höher waren als zum Beispiel bei Image-Ads oder bei Textanzeigen. Video ist ein Format, was erstmal ein Scrollstopper ist. Also ich scrolle durch meinen Feed und ich habe ein Video, das spielt dann automatisch eventuell sogar. Das ist erstmal führt dazu, dass ich stoppe. Dann lese ich die Anzeige schon mal und es hat mehr Effekt als zum Beispiel nur eine Bildtextanzeige in meinem Feed. Das ist die These, die wir dahinter haben. Und Video hat halt auch dazu geführt, dass wir mehr Abschlüsse generieren konnten bei vielen Kampagnen, die wir gefahren haben. Genau, es gibt noch die klassischen Text-Ads, die waren, glaube ich, sogar eine der ersten Anzeigenformate bei LinkedIn. Rechte Seite, Text und ein kleines Bild. Und es gibt Spotlight-Ads, das sind dynamische Anzeigen tatsächlich, sehr spannend, wenn es darum geht, Follower zu gewinnen für meine Company-Page oder auch im Recruiting. Und zwar sehen Sie hier links den kleinen Kopf vor den kleinen Menschen und rechts das Viereck. Hier wird dynamisch Ihr Unternehmen auf der rechten Seite eingeblendet und links der Kopf der Person aus der Zielgruppe. Das heißt zum Beispiel, folgen Sie jetzt dem Unternehmen, dann würde da stehen Nikolaus Nöring auf der linken Seite, wenn ich diese Anzeige bekomme und rechts Ihr Unternehmen. Und das eignet sich gut für Follower-Kampagnen, aber auch für zum Beispiel Recruiting-Kampagnen, bewerben Sie sich jetzt auf die Stelle bei diesem Unternehmen. Genau, weil das ist sehr dynamisch eingebaut. Es gibt die klassischen Message-Ads. Hier muss man unterscheiden. Ich kann ja ganz normal eine Message an meine Kontakte schicken. Wenn das noch nicht meine Kontakte sind, kann ich eine In-Mail schicken. Die Message-Ad hat oben einen, da steht dann nicht In-Mail drauf, sondern Sponsored. Die bekommen Sie wahrscheinlich auch. Hier ganz wichtig, nochmal als Tipp mitzugeben, achten Sie darauf, dass Ihre Zielgruppe groß genug ist. Der LinkedIn-Algorithmus verbietet es sozusagen, dass Message-Ads zu häufig ausgespielt werden an die gleiche Person oder in eine bestimmte Zielgruppe. Das heißt, es kann manchmal sehr, sehr lange dauern, bis ich wirklich meine gesamte Zielgruppe einmal penetriert habe mit all meinen Nachrichten, wenn diese nicht groß genug ist. Deswegen achten Sie darauf, dass sie groß genug ist.
Und das ist ein sehr gutes Format. Conversation Ads, die gibt es auch noch nicht so lange. Ich glaube, seit ungefähr 2 Jahren. Ist so ein bisschen wie ein, ja, ein vorgeschalteter Chatbot, den auch viele auf ihren Seiten benutzen. Und funktioniert auch sehr gut für Abschlüsse. Ich kann hier schon sagen, möchten Sie sich das White Paper runterladen oder brauchen Sie noch mehr Informationen oder kontaktieren Sie uns? All diese Fragen kann man natürlich dann in so eine Conversation Ad einbringen. Und wir haben sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht, was auch hier die Preise pro Lead angeht, weil die Nutzer doch schon damit interagieren. Hier ist immer ein bisschen die Waage zu halten, wie persönlich ist das oder wie unpersönlich ist das für mich als Unternehmen. Rein als Lead-Generierung ist es jedoch sehr interessant als Format. Genau, und am Ende die Event-Ad, die wir auch natürlich genutzt haben für dieses Format heute bei LinkedIn. Ich kann sehr gut, LinkedIn pusht ja dieses Jahr sehr, sehr stark die Event-Seiten. Es gibt auch noch mal ein paar Neuerungen nächstes Jahr. Ich kann Events, die ich bei LinkedIn erstelle, seien es Webinare, seien es hoffentlich dann auch mal bald im nächsten Jahr wieder Face-to-Face-Events bewerben und so darauf aufmerksam machen. Jemand, der sich bei LinkedIn auf ein Event registriert, bekommt auch von LinkedIn einen Reminder und so habe ich eigentlich plattformzentrisch mein Event, also eine eigene Event-Plattform auf LinkedIn und brauche, und soweit ist LinkedIn meiner Meinung nach nicht jetzt, aber ich brauche dann in der Zukunft eventuell keine Drittanbieter-Plattform mehr, um meine Events zu promoten. Genau. Hier noch meine Übersicht. Jetzt ist natürlich der Fall, jetzt habe ich nun eine Ad, das sehr, sehr Schöne bei LinkedIn ist, und das sehen wir in letzter Zeit, jetzt auch durch die Cookie-Problematik. Es gibt hier einige Themen, da könnte man ganze eigene Sessions drüber machen. Deswegen ganz kurz, was wir immer sagen ist, das Beste ist, man bleibt plattformzentrisch. Das heißt, ich lasse den Nutzer bei LinkedIn und hole mir da den Kontakt bei LinkedIn, anstatt ihn erst auf die Seite zu holen und dann ein Kontaktformular auszufüllen. Grund, die Klickstrecke ist sehr lang. Jetzt sehen wir im nächsten Schritt, was ich nämlich machen kann bei LinkedIn, ist einfach ein Lead-Formular zu hinterlegen. Sobald jemand auf meine Anzeige klickt, bekommt er dieses. Das ist mal ein Beispiel, was wir gemacht haben. Ein White Paper, was wir beworben haben für eine Customer Journey. Und ich kann einfach LinkedIn sagen, was brauche ich, damit dieser Kontakt auch ein MQL ist. Also Marketing Qualified Lead. Ich brauche zum Beispiel die Work-E-Mail, die Arbeits-E-Mail, eine Telefonnummer, wie ich den potenziellen Kontakt kontaktieren darf. Und Sachen wie der Vorname, der Nachname, aber auch bei welcher Firma die Person arbeitet, sind schon vorausgefüllt. Das heißt, ich gebe dem Nutzer sehr, sehr viel vor. Er braucht selber gar nichts mehr eingeben, eigentlich nur Submit klicken und bekommt von mir das White Paper. Sehr einfache Nutzerführung, plattformzentrisch. Wenn ich den Nutzer erst auf die Seite führe, ist er sehr abgelenkt, wenn die Seite vielleicht nicht komplett Conversion optimiert ist. Deswegen unsere Erfahrung, die Leadpreise sind sehr viel günstiger, wenn man auf LinkedIn bleibt. Genau. Und dann wären wir auch schon beim sozusagen Schluss und nochmal zur Zusammenfassung der heutigen Sessions und auch der weiterführenden Tipps. Und dazu auch nochmal zu den ersten beiden Punkten gerne an Björn. Genau, Nico, da kannst du mal deine Stimme kurz schonen. Also als Zusammenfassung von dem Webinar haben wir uns mal noch ein paar Dinge, Takeaways für euch überlegt, die ihr aus dem Webinar mit rausnehmen könntet. Also unsere ganz klare Empfehlung ist, es gibt diese drei verschiedenen Ansätze, also die wir gerade vorgestellt haben, also möglichst guten Content machen, starkes Engagement hervorrufen, sich über einen Corporate Influencer-Ansatz Gedanken machen und aber eben auch Budget und Zeitressourcen bereitzustellen für entsprechende gut ausformulierte und überlegte Werbemaßnahmen. Und da gibt es jetzt keine Blaupause, sondern da ist es jetzt eben wirklich an jedem selbst zu überlegen, was passt denn jetzt, welche Kombination von diesen drei Elementen passt denn jetzt besonders gut zu mir. Also jemand, der halt
vielleicht wirklich ganz kleines Budget nur hat, der sollte sich halt eben eher auf die Dinge Content und Corporate Influencer Ansatz fokussieren und das kleine Werbebudget dann sehr gezielt für bestimmte Themen einsetzen. Und da ist es halt vielleicht der Bereich ein bisschen kleiner. Bei jemand anderem, bei dem das Budget vielleicht jetzt nicht die große Rolle spielt oder wo man so ein bisschen umschiften kann von anderen Sachen, aber wo dann halt einfach keine Corporate Influencer da sind, weil sich noch keiner so richtig mit LinkedIn auseinandergesetzt hat bisher oder keine Zeit dafür hat oder auch gar nicht die Mitarbeiter dafür da sind, da ist dann halt eben der Bereich ein bisschen kleiner. Aber die Kombination aus diesen drei Elementen, das ist, glaube ich, so die strategische Königsdisziplin, die da jetzt halt auf Sie, euch wartet, dass ihr euch da Gedanken macht, was dann halt für euch die ideale Konstellation ist. Aber wir sagen, aus allen drei Elementen muss irgendwie was dabei sein, damit es halt wirklich optimal und erfolgreich für das jeweilige Unternehmen werden kann. Drei Tipps jeweils oder Tipps jeweils zu diesen drei Themen haben wir nochmal zusammengefasst, also beim Thema Content und Engagement. Wenn Sie jetzt so ein bisschen in die alte Welt denken oder sich ein bisschen das plakativ gestalten wollen und sich überlegen, wie jetzt Ihre Corporate Page oder Company Page aussehen soll, dann soll es eben nicht so sein, dass sie eher einem Anzeigenblatt ähnelt. Das ist das, was wir halt eben sehr häufig sehen, dass wenn jemand eine Company-Page hat, dass er dann halt anfängt, Pressemitteilungen zu reposten, mal vielleicht ein Bild aus dem Office oder sowas oder das neue Produkt zu teasern und so weiter. Also das ist dann halt so wie so ein Anzeigenblatt, was man aufschlägt, wo dann eigentlich nur die Produkte anzeigen, verkaufen und so weiter stattfindet. Und ich glaube, keiner von uns liest regelmäßig und gerne Anzeigenblätter. Was wir tun, jeder von uns hat sozusagen für seine bestimmten Themen irgendwie so Lieblingsmagazine. Für den einen ist es halt vielleicht sowas wie das Handelsblatt, weil es eher so Wirtschaftsnachrichten sind, die einen interessieren. Der andere ist halt vielleicht eher bei einer InStyle oder bei irgendeinem Sportmagazin. Je nachdem, was die entsprechenden Lieblingsthemen sind. Und wenn man das auf die Corporate Page bezieht, auch da gilt es, überlegen Sie sich, wer Ihre Zielgruppe ist und wie ein Magazin für so eine Zielgruppe aussehen würde, was für Themen würden da drin vorkommen und vor allem ist es so gestaltet, wie das halt eben ein klassisches journalistisches Medium gemacht ist, dass halt eben möglichst viel sehr, sehr guter redaktioneller Content drin ist, also wo man Mehrwert drin hat, wo man gerne reinliest, wo man unterhalten wird, auch mal auf einer Seite mit so ein paar kleinen Snippets, wo dann halt einfach nur zwei, drei interessante Sachen vorgestellt werden, aber auch ein tiefergehendes Thema mal angestoßen wird, eine Diskussion angestoßen wird und dann ist dazwischen immer mal eine Anzeigenseite. Und das ist dann halt auch akzeptabel für einen, aber es ist eben nicht das, dass man halt eben permanent von Anzeigen penetriert wird. Und das ist das sozusagen, dieses größere Denken, was Sie bei dem Thema ansetzen können. Schauen Sie, dass Sie halt eben sich eher an so einem schönen Magazin oder einer guten journalistischen Tageszeitung orientieren, wenn Sie den Content für Ihre Company-Page planen und nicht an so ein Anzeigenblatt denken. Das ist dann das absolute No-Go. Und wenn Sie da so eine grobe Regel brauchen, also das ist jetzt halt nicht in Stein gemeißelt, sondern das können Sie sich dann auch selbst auferlegen, damit das halt eben nicht nur so übergreifend nicht ganz konkret ist, sondern dann machen Sie sich halt einfach eine Regel. Eine zum Beispiel wäre 4-2-2, also sagen Sie halt, von 8 Posts müssen halt 4 welche sein, die auf alle Fälle irgendeinen Mehrwert für meine Follower und Followerinnen bieten, also wo ich gar nicht großartig über mein Unternehmen rede, sondern eigentlich eher über das Thema komme und interessanten Content eine Diskussion anrege. 2 Beiträge sind dann halt eher unterhaltend und versuchen ein bisschen Engagement hervorzurufen, weil halt vielleicht jemand aus dem Unternehmen was Interessantes, Lustiges sagt oder eine Aktion gestartet wird von der Weihnachtsfeier oder sowas in der Richtung. Und der letzte Punkt ist dann halt, da gibt es halt zwei Beiträge, können dann halt wirklich so ein bisschen Eigenwerbung sein, also wo sie halt eine Auszeichnung oder ein neues Produkt oder irgendwas, was halt eben bei Ihnen wichtig ist, vorstellen. Und das können Sie aber auch so schrauben, wie Sie das für sich richtig empfinden. Da können Sie auch an der einen oder anderen Stelle ein bisschen hochregeln und runterregeln, aber Sie sollten halt sich da was Konkretes überlegen. Und wichtig ist, der Eigenwerbeanteil sollte eben eher der kleinste Anteil von allen sein. Beim Thema Corporate Influencer ist es natürlich eigentlich ganz einfach. Also Sie brauchen ja nur auf LinkedIn gehen und schauen mal, wer sind denn eigentlich die Thought Leader beim Thema Corporate Influencer und Markenbotschafter. Als kleine Erleichterung haben wir uns ein paar rausgesucht.
denen Sie jetzt halt einfach, da glaube ich, ganz einfach bei LinkedIn folgen können, wo Sie halt regelmäßig immer wieder neueste Erkenntnisse zu dem Thema und Best-Practice-Beispiele und so weiter finden können. Es gibt auch eine ziemlich aktive Gruppe, die wird, glaube ich, von dem Klaus Eck geleitet, Corporate Influencer. Da können Sie Mitglied werden, da kriegen Sie halt eben immer wieder die neuesten Infos. Oder, um Sie halt eben auch mal vom Bildschirm wegzuholen, nehmen Sie sich halt einfach mal ein Buch in die Hand. Also das Markenbotschafterbuch von der Kerstin Hoffmann ist, glaube ich, Ende letzten Jahres erschienen. Das ist also auch einigermaßen aktuell, kann man sich anschauen. Und das Buch von dem Klaus Eck und dem Winfried Ebner erscheint, glaube ich, im Februar. Also das wäre was, was Sie dann einfach auf die Wunschliste setzen könnten, um da halt mal reinzuschauen und sich ein paar Infos zu ziehen von denen, die sich halt permanent und tagtäglich mit dem Thema auseinandersetzen. Und zum Thema Werbung kann der Nico noch mal ein, zwei Sachen sagen. Ja, zum Tipps zum Thema Werbung. Ich hatte es eben schon angedeutet, die Arbeit, die Sie vorher in die Analyse stecken, zahlt sich am Ende deutlich aus. Gehen Sie vor allem bei LinkedIn, es gibt Kanäle, da können Sie mal probieren. Vor allem bei LinkedIn kann es dann teurer werden. Das heißt, stecken Sie vorher Arbeit in die Analyse, welche Zielgruppe brauche ich? Und das wird sich am Ende auszahlen in den Preisen. Als Zeit ist natürlich dann, kennen Sie Ihre Kunden und auch Ihre Erstkontakte. Wer ist, das hatte ich auch kurz gesagt, wer ist Ihr First Touchpoint, wenn es darum geht, etwas zu verkaufen oder wen möchte ich als First Touchpoint haben? Zusätzlich ist es tatsächlich so, scheuen Sie nicht davor, Geld in guten Content zu investieren. Sie haben jetzt eine super Zielgruppe, Sie haben auch Ihre Ziele definiert. Und dann haben Sie vielleicht ein Stockbild. Ich weiß nicht, ob Sie es kennen im IT-Bereich. Ich glaube, ich habe jetzt zum 50. Mal bestimmt ein Bild gesehen mit einem Mann, der wie Minority Report mitten in das Bild klickt, im Blauton. Also heben Sie sich ab und scheuen Sie nicht davor, auch ein bisschen Geld in die Hand zu nehmen für sehr, sehr guten Content. Und unser Credo natürlich, testen, testen, testen. Man sollte immer testen, was funktioniert. Nutzen Sie verschiedene Anzeigenvariationen, testen Sie mal zwei Zielgruppen nebeneinander. Das beißt sich ein bisschen mit dem, dass es teuer ist, aber am Ende haben Sie die Daten natürlich dann auch. Und jede weitere Kampagne, die Sie dann fahren, mit viel Testing, wird auch günstiger am Ende für Sie.